Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder einen coolen Gast bei mir und zwar ist es der liebe Marvin von Mydeals. Hey! Genau, und er hat mir was richtig Cooles mitgebracht, beziehungsweise wir machen heute zusammen einen Nutella-Kuchen aus nur zwei Zutaten. Was sind das für Zutaten? Dafür braucht ihr nämlich Eier, die habe ich mitgebracht, ja, und Nutella. Die hast du auch mitgebracht. Genau. Los geht's mit den Eiern. Wir haben hier eine riesige Schüssel. Der liebe Marvin schlägt die jetzt gleich alle da rein. Du bist professionell hier. Höchst professionell. Ich bin deine Assistentin und schmeiß die Scheiben weg. So, Hannah, it's your turn. It's my turn. Warte mal, dann muss ich hier rüber. So, wir nehmen jetzt hier aus unserem Nutella-Glas 250 Gramm, aber zur Not ein bisschen mehr. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ein bisschen mehr geht immer. Ja, ein bisschen mehr. Und packen das jetzt hier in unser Wasserbad, damit das Ganze auch flüssig wird, damit wir später gut mit dem Teig verrühren können. Genau, ich schlage mal hier die Eier. Mehr. Ja, machen wir. Sagst du eigentlich die Was Nutella? Wir jetzt? Der Nutella? Das Nutella? Das Nutella. Echt? Ich dachte, in Deutschland sagt man die Nutella. Die Nutella. Sagt ihr die oder das Nutella? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja. So, das Ganze schmilzt schon hier wunderbar. Ja, sieht schon ziemlich geil aus, oder? Aus als, ja. Das ist eine Menge, oder? Ja, würde ich schon. Auf jeden Fall. Das nicht mal Eier schaumig schlagen. Oh, das ist so praktisch, wenn man nicht alleine alles machen muss. Ich bin da immer voll am Rotieren. So, bist du bereit? Okay, Moment, ja. Das war's schon. Das sieht schon ganz gut aus, oder? Genau, ich finde auch. Ich hoffe, das geht zumindest ein kleines bisschen auf, aber es wird schon. Schmeckt schon sehr nach Nutella. Backofen ist vorgeheizt, ne? Backofen ist vorgeheizt auf 180 Grad. Perfekt. Und wir haben hier unsere kleine Kuchenform. Wir machen ein kleines Küchlein. Ich halte fest, ja. Genau. Warten wir so um die 15 bis 20 Minuten. Und dann können wir reinhauen. Der Knopf hier sieht best aus, ne? Ja. Der Kuchen ist fertig. Und er sieht doch super fluffig aus. Du bist ein bisschen genörgelt. Ja, also, das ist ja erst nicht so schön, aber jetzt, die Konsistenz ist schon ziemlich. Sieht schon mega cool aus. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie er schmeckt. Du siehst auch hier unten schön, wie sich das abgesetzt hat. Das Nutella hat sich abgesetzt. Ja, aber ich würde ein bisschen mehr Nutella nehmen. Wir haben ja gesagt, viel hilft viel. Ja, also auf jeden Fall. Noch mehr. Aber es ist schon eine coole Konsistenz. Ja, vor allem auch fluffig, ne? Mhm, es ist wirklich fluffig. Wenn ihr wissen wollt, was man noch so cooles mit Nutella machen kann, zum Beispiel einen Nutella-Kakao, das seht ihr bei Marvin auf dem Kanal und noch ein paar andere coole Nutella-Hacks. Ja, da gerne mal reinschalten. Ja, hier in die Infokarte klicken, da geht's zu Marvin. Wir schicken euch ein dickes Bussi. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüss, baba.